Okay, dann gehen wir mal dahin. Wasserfall. Kannst du irgendwie was machen? Guten Tag, ich weiß genau, wonach du suchst. Du musst ein braver Mann sein, wenn dir Glaukus über alles über bla bla bla. Ach, ihr könnt's pausieren. Ich lese das jetzt nicht vor, der Text, der geht mir einfach zu schnell weg. Okay. Dieser Baum verhindert, dass mein Wasser fließt. Dadurch fühle ich mich krank. Wenn du mir hilfst, tue ich dir einen Gefallen. Okay. Ah, jetzt kann ich ihn wahrscheinlich wegmachen. Aber ich gucke erstmal, ob ich jetzt irgendwo wieder Wimmelbilder freigeschaltet habe. Erstmal nicht. Okay. Gut. Ja, jetzt kann ich den Baum entfernen. So, und weg mit dir. Jawohl, und da fließt der Baum jetzt weg. Ja, dann haben wir es ja. Danke, ich fühle mich schon viel besser. Hier ist, was du suchst. Was für seltsame Türen. Ich sehe weder Schloss noch Bolzen. Was hat es mit diesen Zeichen auf sich? Ja, hier die Muschel. Eine Feder. Eine Blume. Weinschlauch mit Wasser. Jetzt fehlt mir noch Feuer und Fisch. Ja. Okay, da habe ich erstmal wieder ein Wimmelbild freigeschaltet. Handabdruck, Löffel im Becher, Qualle, zwei Messer, Zitrone, zwei Pilze, Kerze, Ananas, Gürtel, Chamäleon, Handschuhe und zwei Aale. Okay, ein Handabdruck, der ist da. Löffel im Becher. Da ist der Becher. Wo ist der Löffel? Da oben. Eine Qualle. Muss ich irgendwo irgendwas wieder verschieben mit Sicherheit. Da. Und dann noch eingezeichnet. Toll. Zwei Messer. Eins ist da. Und das zweite ist dort. Eine Zitrone. Die ist dort. Zwei Pilze. Oh, ein Fliegenpilz. Der ist giftig. Und ein normaler Pilz. Eine Kerze. Die ist da. Eine Ananas. Die ist dort. Und der Igel ist immer noch da. Oh, der ist süß. Den würde ich sofort mir schnappen. Ein Gürtel, der ist da. Ein Chamäleon hängt da oben so schön. Handschuhe. Die sind dort. Und zwei Aale. Einer ist dort und eine Aale ist da. Und wir erhalten eine Kerze. Gut. Die kann ich doch bestimmt hier anzünden. Jawohl. Eine brennende Kerze. Und da ist noch ein Wimmelbild. Eine Ratte, Fische, Teller, Brief, zwei Löffel, zwei Knöpfe, eine Aale, drei Wespen, ein Zahnrad, drei Ahornblätter, eine Spinne und ein Reiher. Okay, erstmal eine Ratte. Die ist da. Die guckt aber süß. Fische! Die hängen da. Ein Teller. Hier vielleicht? Ja. Ein Brief. Ach so. Da. Zwei Löffel. Einer ist da. Und der zweite ist da. Zwei Knöpfe. Einer habe ich schon gesehen und der zweite ist da oben. Eine Aale. Da. Drei Wespen. Einer ist dort. Die zweite ist da. Und die dritte ist da. Ein Zahnrad habe ich auch schon gesehen. Drei Ahornblätter.
Ein Ahornblatt ist da, das zweite ist da und das dritte ist da. Eine Spinne, die ich auch schon gesehen habe, und ein Reiher, der hier eingezeichnet ist. Jawohl. Und wir erhalten einen Fisch. Ja, dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Weil wir ja beides haben. Den Fisch und das Feuer. Ordne alle Zeichen in der richtigen Reihenfolge an. Oh Gott. Ja, da. Ach so. Okay. Ach so, meinen die das. Okay, okay, okay. Okay, Moment mal, ich versuche jetzt erstmal von oben nach unten zu gehen. Obwohl, unten ist ja schon alles. Der Fisch, der muss dahin. Oh ja, das war's ja schon. Ah, da ist die Muschel. Muschel Poseidons. Yeah. Ich durfte die Muschel am Ende doch nicht behalten. Kaum waren wir abgereist, wollte Poseidon seine Muschel wieder haben. Nachdem mein Schiff durch Wind und Wellen geschleudert wurde, wurde es schließlich an Land gespült. Es kam mir vor, als sei ich Ewigkeiten auf See unterwegs gewesen, gerade als ich aufgeben wollte und alle Hoffnung verloren schien. Erschien Antene, die Göttin der Weisheit, und rettete mich. Na, Gott sei Dank. Athene, wo bin ich? Was ist geschehen? Odysseus, erkennst du diesen Ort nicht? Ithaka? Ich traue meinen Augen nicht. Bedeutet dies, dass meine Reise nun endlich vorbei ist? Kann ich zurück zu meiner Familie und mein altes Leben fortsetzen? Warte, Odysseus, ich weiß, wie sehr du dein Zuhause vermisst hast, aber im Augenblick siehst du eher aus wie ein Bettler als ein König. Dein Haus ist voller Neider, die deinen Platz einnehmen möchten. Wenn du jetzt hineingehst, wird man dich für einen Betrüger halten und töten. Was soll ich tun? So lange habe ich davon geträumt, mein altes Leben wiederzubekommen. Du wirst bestimmt eine Lösung finden, aber ich werde dir helfen. Zunächst müssen wir dafür sorgen, dass dich niemand erkennt. Sie hat uns älter gemacht. Wenn du bereit bist, dein Königreich und dein Leben zurückzufordern, wird dein altes Aussehen wiederhergestellt. Ah, sie hat uns älter gemacht. Okay, dann sind wir ja zumindest wieder in unserer Heimat angelangt und ich vermute mal, das ist jetzt ein perfekter Ort, erstmal hier, um die Aufnahme wieder zu beenden. Ich weiß, ich bin gemein, aber ich denke mal, dann wird dann die nächste Aufnahme dann die letzte sein. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei dieser Aufnahme und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen, heißen, sonnigen Tag. Und man wird sich vermutlich und wir werden uns vermutlich in der letzten Aufnahme uns dann wiedersehen. Das wollte ich sagen. Okay, dann bis bald und tschüssi!